So, jetzt kommt der schöne Satz, 12.3 Satz. Sei Sigma eine Permutation. Dann ist die Signatur Signatur von Sigma. Unabhängig vom Diagramm. Ja, oder man könnte auch sagen, die Signatur ist eine Permutations Invariante. Ja, hängt nur von der Permutation ab. Sie ändert sich nicht, solange sich nicht die Permutation ändert. Wenn sich das Bild ändert, das Diagramm, ist kein Problem. Solange es die gleiche Permutation ist, kriegen wir auch die gleiche Vorzeichen raus. Ne? Wie eine Knoteninvariante, die nur vom Knoten abhängt und nicht vom Diagramm, ist dies eine Permutationsinvariante. Die hängt nur von der Permutation ab und nicht vom Diagramm. Ja? Beweis. Ja, wir müssen jetzt über Kreuzungen zählen und das machen wir so, wir zählen die Überkreuzung für jedes Paar von Zahlen. Und die Zahlen heißen meinetwegen i und j und i soll die kleinere sein, getrennt. Ja, wir zählen erstmal für jedes Paar und dann zählen wir die alle zusammen am Ende. Ne? Und ich kann hier größer und nicht größer gleich annehmen, weil eine Linie mit sich selbst sich nicht kreuzen darf. Das hatten wir gerade extra ausgeschlossen. Ja? Es gibt nun zwei Fälle. Ja, welche zwei Fälle gibt es? Ja, Fall 1. Ja, ich habe ja i und j und jetzt betrachte ich Sigma von i und Sigma von j. Ja, und i war kleiner als j und jetzt nehme ich mal den Fall, dass Sigma von i immer noch kleiner ist als j. Also, ich zeichne hier mal ein Bild dazu auf. Hier ist meine obere Grenze, hier ist meine untere Grenze. Hier ist vielleicht mein i und hier ist vielleicht mein j. I und j. Und jetzt mache ich hier irgendwas und komme hier irgendwo raus bei Sigma i und bei Sigma j. Ja, Sigma von i und Sigma von j. Und das i ist immer noch kleiner als das Sigma von i ist immer noch kleiner als das Sigma von j. Also das liegt immer noch auf dieser Seite. Jetzt male ich mal, ja, das macht vielleicht so, geht dann nach hier. Und den anderen Fall male ich mal in der anderen Farbe, nämlich lila. So, der macht vielleicht so und geht nach da. Ja. Jetzt wollen wir die Anzahl der Überkreuzungen bestimmen. Und da machen wir folgenden Trick. Ja. Also, die lila Linie teilt unseren Bereich in zwei Teile. Ist ja auch ein Kurvensatz. Aber wir benutzen es einfach, weil das hier nicht Teil der Vorlesung ist. Also gucken Sie mal hier. Das ist mein lila Bereich. Ja, also es gibt hier auf dieser Seite den lila Bereich und da den weißen Bereich. Ja?
So, und was macht die rote Linie? Die rote Linie geht erst von weiß nach lila, dann von lila nach weiß, von weiß nach lila, von lila nach weiß. Jedes Mal, wenn sie überkreuzt, wechselt sie die Seiten. Ja? Die rote Linie. Wechselt. Bei jeder Überkreuzung die Seite. Ja? Also, sie fängt außerhalb an, dann kommt sie in den Bereich, dann wieder zurück, immer abwechselnd. Ja? So, jetzt können wir wissen, zwar nicht wie viele überkreuzen ist, aber ob es gerade oder ungerade ist, nämlich da der Punkt I und der Punkt Sigma von I auf der gleichen Seite liegen, muss die Anzahl der Kreuzungen, ja, was muss die sein? Na, entweder ich gehe gar nicht rüber, dann ist sie 0, oder ich gehe einmal hin und her, das ist sie 2, oder zweimal hin und her, dann ist sie 4, und, oder 6 oder 8, immer gerade, weil immer wenn ich rübergehe, muss ich auch wieder zurückkommen. Ja? Also muss in diesem Fall die Anzahl der Überkreuzung immer gerade sein. Egal wie man zeichnet. Ja, also ob diese Anzahl der Überkreuzungen gerade oder ungerade ist. Ja, hier ist eins, ja, darüber, wieder zurück, wieder rüber, wieder zurück. Ja. Hängt nicht davon ab, wie man zeichnet im Fall 1. Es kommt immer gerade raus. Ja, das Gleiche passiert im zweiten Fall. Fall 2. Ich habe wieder mein I und auch mein J. Und ich habe wieder mein Sigma von I und wieder mein Sigma von J. Aber jetzt, eben war dies kleiner, jetzt ist dies größer. So, ja? Also ich zeichne es wieder auf. Hier ist unser Bereich. Hier ist vielleicht mein I und hier ist mein J. Das I war kleiner. Ja? Aber jetzt, wenn ich hier unten gucke, jetzt ist das J auf der Seite und das I auf dieser hier. Ja, das heißt, die Linie von dem I geht hier irgendwo lang und die Linie von dem J geht so. Ja. Wieder teilt die lila Linie den Bereich in zwei Teile. Ja, nämlich den auf der Seite und den auf dieser Seite. Wieder wechselt die rote Linie bei jeder Überkreuzung die Seite. Na, sie ist auf der weißen Seite, dann lila, dann wieder weiß, dann lila und immer so weiter. Ne? Nicht so viele hier, hier und hier. Ja. Weil jetzt I und Sigma I
auf verschiedenen Seiten liegen, muss die Anzahl der Überkreuzungen ungerade sein. Ja. Ich muss auf die andere Seite erstmal rüber, bin ich bei 1. Dann, falls ich zurückgehe, muss ich wieder zurück, bin ich bei 3. Oder ich gehe wieder weiß-lila, dann bin ich bei 5. Weiß-lila bei 7. Ja, egal wie ich zeichne, solange es mir endlich oft passiert, komme ich immer bei einer ungeraden Zahl raus. Ja, also egal wie man zeichnet. Ja. Also, wenn ich die beiden Fälle zusammennehme, sehe ich in beiden Fällen, hängt die Frage, ob es gerade oder ungerade viele Überkreuzungen gibt, nicht von der Zeichnung ab. Ja, also wenn ich zwei Stränge nehme, ist die Anzahl der Überkreuzungen von jedem Paar unabhängig. Dies gilt für alle Paare. Also ist Frage, ob es insgesamt gerade oder ungerade viele Überkreuzungen gibt. Unabhängig vom Diagramm. Ja, also es kommt, also kommt immer die gleiche Signatur raus. Ja, also Signatur ist unabhängig davon, wie ich zeichne. Ja, man kann auch deshalb die Signatur auch ohne Zeichnung definieren, indem man zählt, wie oft der Fall 1 und wie oft der Fall 2 eintritt. Finde ich aber nicht so anschaulich, das, was wir hier haben, finde ich schöner. Und deshalb habe ich es Ihnen auch so erklärt. Also, ich finde das eigentlich eine ganz schöne Sache. Gut. Das ist also die erste wichtige Eigenschaft. Aber es gibt noch mehr. Das kommt im nächsten.